Es sieht tatsächlich nach einer Wunderwelt aus. Nicht nur hier in Tokio, ich bin mitten in Tokio, in Shinbashi. Dort wird hier so ein bisschen musicalmäßig Disney gefeiert. Man hört es im Hintergrund. Aber wir haben allen Grund zu feiern, denn wir haben ein neues Jahreshoch beim DAX. Denn wir haben hier den Ausbruch gesehen und das sogar zweimal hier im Versuch. Also wir sehen, der Markt hat was drauf. Er will offensichtlich nach oben und er kommt dementsprechend den amerikanischen Märkten hinterher, die ja nun auch gezeigt haben, dass der Bulle immer noch an der Macht ist und die Abwärtsrichtung noch nicht wirklich überzeugend. Trotz alledem sehen wir ebenfalls, dass der Markt, wenn er denn schon neue Hochs ausbaut, anschließend relativ zügig nach unten marschiert. Also wir durchaus damit rechnen können und müssen, dass diese Bewegung so langsam aber sicher ins Kippen kommt. Aber was erzähle ich? Das erzähle ich seit Jahr und Tag und nichts passiert. Der Markt geht weiter nach oben. Also noch keine Hommage an den Bären, überhaupt nicht. Denn solange nach jedem deutlichen Rücksetzer der nächste Schub nach oben eben ansteht, gibt es überhaupt gar keinen Grund, hier Panik zu schieben und zu sagen, jetzt muss ich raus. Erst wenn die Bewegungen deutlich länger noch nach unten gehen und vor allen Dingen jedwede Gegenbewegung dann sehr, sehr korrektiv, sehr flach nur noch verläuft und eben nicht mehr mit der gleichen Vehemenz wieder nach oben, dann kippt das Bild. Aber im Moment ist da noch nichts dran zu rütteln. Es sieht also noch weiter nach oben aus. Und wer mag, wer kann, kann jeden kleinen Rücksetzer dafür nutzen, um nochmal einzusteigen. Wohlweislich nicht, dass es garantiert ist, dass der Kurs nach oben geht, aber die Chancen sind einfach die, ich sage mal vorsichtig, die besseren und die Bewegungsmuster deuten eben einfach noch für die Long-Seite. Das muss man einfach so sagen. Nachrichtenseitig gab es eigentlich heute ganz gute Nachrichten, zumindest mal aus China heute Morgen schon mal. Das GDP, das Bruttoinlandsprodukt, ist mit 6,0 erwartungsgemäß ausgefallen. Ja, gut, was soll man dazu sagen? Die werden sich ihre Zahlen auch irgendwo zusammensuchen, wo es denn dann passt. Aber das ist zumindest mal die öffentliche Angabe. Das war erwartet worden, das ist keine Überraschung. Allerdings, die Industrieproduktion ist besser ausgefallen als erwartet. Und besser auch als letztes Mal. Man hatte mit einem Rücksetzer gerechnet, aber es ist nicht nur besser als erwartet, sondern sogar besser als zuvor. Unter der Voraussetzung, dass das tatsächlich stimmt, scheint es ja mit China nicht so sehr schlecht im Moment zu gehen. Das ist ein eher positives Momentum, was hier auf den Markt wirkt. Denn wenn es China gut geht, ist immerhin mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ja alles in Ordnung. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest mal noch nicht alles in Panikmodus. Und das dürfte den einen oder anderen beflügeln. Wir haben heute Morgen noch Daten gehabt aus UK, die liegen mir im Moment jetzt nicht vor. Wichtiger ist eigentlich das, was wir aus Amerika heute noch zu erwarten haben. Da haben wir um 14:30 Zahlen zu den Building Permits, also zu den Hausbaugenehmigungen. Wir haben Zahlen um 3:15, witzigerweise, gleich ein kleiner Hinweis, für viele gar nicht so als so wichtig gekennzeichnet. Viele sagen, na ja, ist das wirklich so eine wichtige Information? Man sieht immer das doch mit 1, 2, 3 oder verschiedenen Farbcodes dann versehen, was ist ein wichtiger Termin, was nicht. Und da muss man sagen, ist das eigentlich immer so halbwegs als, so mittelprächtig. Ich muss aber gestehen, ich finde das gar nicht so schlecht. Nämlich die amerikanische Industrieproduktion, die wird nämlich rückläufig erwartet. Also insofern ist das vielleicht schon spannend, auch hier mal so den Vergleich zu sehen. Erwartungshaltung vorheriges, 3:15 ist spannend. Und die Kapazitätsauslastung ebenfalls um diese Uhrzeit, die wird ebenfalls leicht rückläufig erwartet. Und vielleicht gibt es da den einen oder anderen Hinweis dann von der Seite ebenfalls. Ansonsten 16 Uhr gibt es noch von der Uni Michigan und die JOLTS, also Arbeitsmarktberichte, ebenfalls 16 Uhr nochmal auf dem Plan haben. Diese drei Uhrzeiten, 14:30 Uhr, dann 15:15 Uhr und 16 Uhr, jetzt habe ich es zusammengekriegt, zu diesen drei Zeiten ist mit höherer Volatilität zu rechnen. Es ist nicht Pflicht, es ist nicht gesagt, dass was passiert, aber wenn man schon mal auf den Markt guckt, dann sind das sicherlich Uhrzeiten, die ganz gut passend sind, denn da kann einiges passieren. Ansonsten Öl versucht so ein bisschen wieder nach oben, ein wenig wackelig. Das würde ein bisschen eine Chance geben, dass der Markt nochmal nach unten wegbrechen kann. Keine Garantie, dass er es denn tatsächlich jetzt schon tut, denn der Rücksetzer ist, also der Anstieg, die Gegenbewegung gegen den starken Rücksetzer, die ist noch relativ klein dimensioniert, aber wer mag, wer dadurch bärisch aufgestellt ist beim Rohöl, der hat da die Möglichkeit, die Chance nach unten nochmal zu ergreifen, wenn wir hier den Trendkanal nach unten verlassen oder die letzte Zwischenhochmarke, in dem Fall Zwischentiefmarke sozusagen. Wir haben das ja öfter auch schon mal thematisiert am Chart. So, in diesem Sinne wünsche ich jetzt für heute, für den Wochenausklang nochmal alles Gute. Lassen wir es nochmal ein bisschen uns auf die Zunge zergehen. DAX mit neuem Jahreshoch. Es ist nicht mehr so weit weg bis zum Allzeithoch. In der Hoffnung, dass das auch noch gesehen wird und sogar noch massiv überschritten wird. Wann und wie das sein wird, ja, das werden wir wohl abwarten müssen. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute, ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche.